Bei Manfred Siebald zu Hause. Eigentlich sind das viele Menschen. Durch seine Musik gab der wortgewandte Liedermacher unzähligen Christen eine geistige Heimat. Nun ist Matthias Brender wirklich bei Manfred Siebald zu Hause. Er spricht mit ihm über seine Lieder, seinen Glauben und über seine andere große Leidenschaft. Denn Manfred Siebald ist nicht nur ein großartiger Musiker, sondern auch Professor für amerikanische Literatur. Bibel-TV Lauf des Lebens zu Gast bei Manfred Siebald. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zur Sendung Lauf des Lebens. Heute sind wir zu Gast bei Professor Manfred Siebald. Viele von Ihnen haben seine Lieder schon gesungen, vermutlich alle. Lieder wie Ins Wasser fällt ein Stein oder Geh unter der Gnade oder In deinem Haus bin ich gern Vater. Er ist nicht nur Liedermacher, der mittlerweile über 3000 Konzerte gespielt hat, er ist auch Professor für Amerikanistik. Und was ich neu für mich entdeckt habe bei der Vorbereitung für dieses Gespräch, war, wie wir, wenn wir die kleinen Dinge des Alltags betrachten, die Sprache dafür suchen, sie zu beschreiben, dass wir sie dann neu uns zu eigen machen und erkennen, was uns der Herr alles im Alltag schenkt. Und das sieht man durch ihre Lieder und durch ihre Bücher. Und das empfand ich jetzt für mich auch in der Vorbereitung für das Gespräch als ganz große Inspiration. Denn ich sage immer, ich singe Lieder aus dem Alltag des Glaubens, für den Alltag des Glaubens. Also die 100-Euro-Scheine der großen Aussagen der Bibel, die dürfen wir natürlich auch gerne nehmen und uns daran freuen. Aber so die kleinen Cent und 10 Cent und 20 Cent Stücke des Glaubens, die sind ja das, wovon wir jeden Tag leben. Die Sendung heißt Lauf des Lebens und Ihr Lauf des Lebens begann am 26. Oktober 1948 in Alheim-Baumbach. Ich habe nachgeschaut, das liegt zwischen Fulda und Kassel. In was für eine Familie wurden Sie damals hineingeboren? In eine Familie, die gerade den Krieg hinter sich hatte. Mein Vater war aus der Gefangenschaft zurückgekommen und hatte eine Stelle bei der Bundesbahndirektion in Kassel bekommen. Und er pendelte immer aus diesem kleinen hessischen Dörfchen nach Kassel. Wir sind dann ziemlich bald nach Kassel umgezogen. Und wenn Sie jetzt nach der Art der Familie fragen, es war eine total normale bürgerliche Existenz, in die wir da hineingeboren wurden, mein Bruder und ich. Er ist 4 Jahre älter als ich. Und wir haben einfach versucht, zunächst mal in einem Behelfsheim in einer Schrebergartensiedlung dort Fuß zu fassen und haben im Laufe der Jahre dann es geschafft, in ein etwas komfortableres Haus auf demselben Grundstück umzuziehen. Aber das Ganze war ein wirklich ziemlich bescheidener Lebensstandard, in den ich da hineingeboren wurde. Sie singen von Gott. Wenn Sie sich zurückerinnern, wie haben Sie Gott damals kennengelernt? Es war eine ziemlich dramatische Situation. Als ich ungefähr 3 bis 4 Jahre alt war, bekam meine Mutter die Diagnose, dass sie Kehlkopfkrebs hatte. Und es war zunächst mal gar nicht so klar, was das jetzt für eine Art von Krankheit war, wie bösartig der Krebs war. Sie hat jedenfalls dann im Laufe der Behandlungen angefangen zu beten, war bis dahin ja mehr eine Bewohnerin eines Kirchenregisters gewesen und mein Vater nicht viel anders. Und sie haben durch Nachbarn dann gesagt bekommen, wollt ihr nicht beten, dass das alles gut wird hier. Sie fingen an zu beten, sie fingen an, Gott ihr Herz auszuschütten und ich habe das natürlich mitbekommen. Habe auch gemerkt, dass wir anfingen zu Hause zu beten vor dem Mittagessen und alles das hat mich zum ersten Mal wirklich mit Glauben, mit Gott, mit Jesus Christus in Verbindung gebracht. Kurz danach begannen Sie den Glauben hatten wir jetzt, aber das zweite war ja dann die Musik. Und die kam
mit 8 Jahren durch die Geige dann auch persönlich dazu. Traumatisches Erlebnis für meine Umgebung. Denn es war tatsächlich teilweise nicht so ganz gut anzuhören. Ich erinnere mich einmal, dass ich oben in meinem Zimmer Geige übte. Unten kam eine Nachbarin zur Tür und fragte vernehmlich meine Mutter, was ist denn das für ein Wimmerschinken? Es hat mich tief getroffen, aber nicht direkt demotiviert. Was mich demotiviert hat zum Üben während der Pubertät, war einfach, dass der Fußballplatz lockte, dass die Freunde draußen waren und sagten, hey, wann kommst du denn endlich? Und ich habe nicht sehr gut geübt. Und deswegen habe ich, obwohl ich 11 Jahre lang Geige und Bratsche gelernt habe, dann doch irgendwann gemerkt, nee, also für eine Profikarriere reicht's nicht. Aber es war eine klassische Ausbildung, die sehr gründlich war. Ich habe dann hinterher noch Gesangsunterricht genommen, habe noch ein bisschen Klavierunterricht genommen, habe an der Uni dann Harmonielehre und Kontrapunkt und Stilgeschichte belegt. Und das hat mir, glaube ich, obwohl ich damals gar nicht wusste, dass ich Lieder schreiben würde, doch eine Menge von Hintergrundwissen und praktischer Kompetenz gegeben, die ich bis heute anzapfe. Das heißt, Sie standen kurz davor, als Profi in einem Orchester die Geige zu spielen, aber haben sich dann doch für die Literaturwissenschaften entschieden. Warum? Ich glaube, ich habe realistisch eingeschätzt, dass ich dazu nicht gut genug war. Und habe auf der anderen Seite aber gesehen, dass ich eine große Liebe zur Sprache hatte. Mein Elternhaus war ein sehr offenes, gastfreies Haus. Meine Eltern hatten nämlich nach diesem dramatischen Beginn ihres Glaubens irgendwann dann gesagt, wir möchten eigentlich nicht, dass wir nur in der Not gebetet haben, sondern dieser Glaube soll unser ganzes Leben bestimmen. Und dazu gehörte für sie ganz automatisch, dass ihre Tür offen war für amerikanische Soldaten, die auf einer benachbarten Army Base wohnten und die einfach sich überhaupt nicht zu Hause fühlten. Und sie haben gesagt, denen wollen wir ein Zuhause geben. Das heißt, wir hatten ständig irgendwelche Amerikaner zu Hause. Wir hatten Leute, die aus Chile vorbeikamen, entfernt mit uns verwandt waren. Kann ich bei euch wohnen? Ich habe hier ein medizinisches Problem. Wir haben Leute gehabt, die meine Eltern in der Straßenbahn aufgesammelt haben. Koreaner, die so einsam aussahen. Und alles das hat mich zu einem Menschen gemacht, der merkte, fremde Sprachen sind etwas, was man nicht nur studiert oder lernt, sondern das wird von tatsächlich lebendigen Leuten geredet. Und da habe ich dann gesagt, mein Englisch war inzwischen schon sehr komfortabel, das will ich jetzt einfach studieren. Und das habe ich dann auch getan, bin während des Studiums eine Zeit in Amerika gewesen. Und das hat mich dann eben auf diesen besonderen Schwerpunkt amerikanische Literatur gebracht. Abitur noch im heimatlichen Kassel und dann nach Marburg an die Uni und im nächsten Jahr dann das berühmte Jahr 1968er und Sie als junger Student voll mittendrin. Was war damals? Wir sind als Christen an der Uni, und das war damals überhaupt keine Selbstverständlichkeit, in einer Jugendgruppe bzw. Studentengruppe zusammen gewesen, die nannte sich SMD, Studentenmission in Deutschland. Und wir haben tatsächlich versucht, unseren Glauben zu leben, zu bewahren in einer Zeit, in der eigentlich alles in Richtung gesellschaftliche Verantwortung, gewerkschaftliche Orientierung und natürlich als Hintergrund auch atheistische Überzeugungen gepolt war. Und wir haben versucht, in der Auseinandersetzung mit unseren linken Freunden sowohl die zu verstehen und haben von ihnen viel gelernt. Also, dass das Leben eben nicht in irgendwelchen Elfenbeintürmen stattfindet oder in irgendwelchen Paradieswinkeln, sondern dass das Leben hier in dieser Welt, in der sehr viel schief liegt, zu leben ist. Aber wir haben dann auch versucht, ihnen zu sagen, was unsere Antwort darauf war. Und die bestand eben nicht darin, dass der Mensch geändert wird, wenn die Gesellschaft geändert wird, sondern dass sich die Gesellschaft nur ändert, wenn der Mensch geändert wird. Jetzt
gehöre ich einer Generation an, die viele Jahre später mit 68 bestimmte Lehrertypen in Sandalen verbindet, aber für die das alles doch recht weit weg ist. Wenn Sie es uns nochmal erklären, wie ist es zu dieser Bewegung gekommen? Warum war diese Bewegung vielleicht notwendig? Und auf welche anderen Dinge hat diese Bewegung denn reagiert, die 68er-Bewegung? Also das wäre jetzt eine ganz, ganz lange Geschichte, wenn ich sie im Detail erzählen würde. So wie sich es mir damals als junger Student, der an die Uni kam, dargestellt hat, war es in der Universität auf alle Fälle eine, denke ich, notwendige Reaktion auf, wie man damals sagte, Muff von 1000 Jahren, der sich unter den Talaren verbarg. Es waren sehr viele Professoren, die in selbstherrlicher Art und Weise ihre Institute regierten, ihre wissenschaftlichen Mitarbeiter manchmal drangsalierten und die Studenten eher von oben herab belehrten. Und ich glaube, das lag einfach in der Luft. Es lag natürlich auch gesamtgesellschaftlich in der Luft, aber ich will jetzt nur mal von diesem Teil reden. Und da haben wir gemerkt, es bewegte sich etwas an der Universität. Wir waren tatsächlich nicht auf Augenhöhe mit den Professoren, aber sie fühlten sich dann auch herausgefordert, mit uns so zu reden, als seien wir auf Augenhöhe. Mhm. Für mich war das Ganze teilweise relativ langweilig, weil viele der Diskussionen überhaupt nicht mehr sachbezogen waren, sondern nur noch ideologisch gesteuert. Weil zum Beispiel am Anfang einer Lehrveranstaltung endlos lange erstmal diskutiert wurde, warum überhaupt dieser Titel, warum diese Quellen, warum und so weiter. Aber diese Kritikfähigkeit, die wir damals lernten, die hat mich dann doch mein ganzes auch Wissenschaftlerleben hindurch begleitet. Sind Sie ein 68er? Und was ist ein 68er? Im Augenblick bin ich ein 68er, weil ich 68 Jahre alt bin. Aber was ich an der Stelle gelernt habe, ist, dass Wissenschaft eigentlich wirklich aus kritischem Nachfragen besteht. Und das hätte ich mir manchmal in den 90er Jahren von meinen Studenten auch gewünscht, als eine gewisse Apathie in den Hörsälen herrschte und man wirklich selbst den Kritiker herauskehren musste, damit überhaupt eine Sache auch mal kritisch betrachtet wurde. Es wurde zunächst einfach alles mitgeschrieben und dann in den Rucksack gepackt und dann nach Hause getragen. Aber dass jemand wirklich gesagt hat, ey, das habe ich jetzt nicht verstanden, können Sie das nochmal etwas verständlicher sagen? Das habe ich mir gewünscht, kam relativ selten, kam jetzt nach der Jahrtausendwende mehr wieder. Es gibt immer so Wellenbewegungen der Kritikfähigkeit und der Kritikwilligkeit. Das heißt, von den 68er kann man die Kritikfähigkeit und den Willen zur Diskussion lernen. Ja, ich denke, im besten Sinne des Wortes auch den Willen zur Selbstkritik. Der war allerdings damals relativ wenig ausgeprägt. Aber ich glaube, das, was ich mitgenommen habe, ist, dass ich auch selbst mich, meine wissenschaftlichen Ergebnisse, dann aber auch meinen Glauben immer wieder neu in Frage stelle und frage, was hat das jetzt eigentlich für eine Bedeutung, nicht nur für dein eigenes Leben, sondern für deine Umgebung, für diese ganze Welt, für die Schieflage in dieser Welt. Ich glaube, da hat das Studium zur Zeit der Studentenbewegung doch einiges in mir verankert, was ich heute sehr gerne benutze. Wie hat 68 Ihren Glauben verändert? Wir mussten uns, ich habe es vorher schon kurz erwähnt, ständig auseinandersetzen mit Leuten, die sich dem christlichen Glauben einfach feindlich gegenüber verhielten, muss man so sagen, ohne Wertung, sondern das war ein Teil des Klassenfeindes. Das war die Religion, die viele Jahrhunderte lang, jedenfalls im Blick der Linken, Opium des Volkes gewesen ist. Und deswegen haben wir Argumente finden müssen, um dem entgegenzutreten. Und wir haben auch versuchen müssen,
unseren Glauben in einer Sprache den anderen zu erklären und sie zu diesem Glauben einzuladen, die sie verstanden. Das heißt, alles das, was irgendwie so kirchliche Binnensprache war oder so ganz fromme Worte waren, wurde sofort von unseren Gesprächspartnern, vom MS Spartacus oder von den Marxisten-Leninisten oder wie sie alle hießen, die Studentengruppen, in Frage gestellt. Das heißt, wir waren ständig herausgefordert, neu zu artikulieren, was uns Glaube eigentlich bedeutete. Und das, denke ich, hat auch mein ganzes Liederschreiben sehr berührt, dass wir damals neue Worte finden mussten für die alten Sachen, für die alten Glaubensinhalte. Und so bin ich, glaube ich, zu jemandem geworden, der keine fromme Binnensprache spricht, sondern versucht, den Glauben in der Sprache wiederzugeben, wie wir uns jetzt gerade unterhalten. Oder wie ich mich mit meinen Nachbarn unterhalte oder mit Kollegen an der Uni oder mit Studierenden. Also ich glaube, da hat diese Auseinandersetzung, die nötig war, mich sehr geprägt. Und die Artikulation des Glaubens geschah bei Ihnen durch das Singen und da waren Sie damals schon auf der ganzen Welt für unterwegs. Kann ich nicht so sagen. Zumindest damals in Amerika. In Amerika schon, aber da habe ich eigentlich mehr Impulse aufgenommen, habe Lieder kennengelernt wie Pass It On, wozu ich dann den deutschen Text geschrieben habe, Ins Wasser fällt ein Stein, habe spannende Begegnungen gehabt mit Musikern dort. Aber das mit dem Singen fing eigentlich erst so an, 70, 71, da kam meine erste Single raus. Und ich habe dann angefangen, diese Lerninhalte, von denen ich gerade gesprochen habe, nämlich wie kriege ich das, was mir im Glauben wichtig ist, so sprachlich rüber, dass jemand anders, der vom Glauben keine Ahnung hat und auch gar keine haben will, dass der das versteht. Und neben dieser aufregenden 68er-Zeit, den Diskussionen, der Tour mit dem Jugend für Christus Chor, der Deutschlandsingers, dieser Amerika-Reise, haben Sie in der Zeit auch dann Ihre Frau kennengelernt? Das war ungefähr um 1970 rum. Wir waren mit diesem Chor, der sich in Amerika dann, wie konnte es anders sein, The Deutschland Singers nannte. Einen bescheuerteren Namen konnte man nicht finden, aber die Amerikaner haben es geliebt. Und als dieser Chor sich vorbereitete auf diese Amerika-Tournee, 70 Konzerte in 39 Tagen, das war richtig harte Arbeit. Da habe ich während dieser Vorbereitungszeit plötzlich diese junge Frau im Zug gesehen und habe sie sehr nett gefunden. Wir haben uns dann, nachdem wir wieder zurückkamen aus Amerika, haben wir uns in Marburg wieder getroffen und ja, so langsam ineinander verschossen. Ihre Lieder handeln von der Freude, die man im Weg mit Gott erleben kann, aber auch von den Herausforderungen, von den tiefen Tälern, durch die wir alle im Leben immer wieder zu gehen haben. Sie sind durch so ein Tal vor ein paar Jahren gegangen, als Sie Ihre Mutter verloren haben. Es waren eigentlich zwei Täler, einmal meine Mutter und ein Jahr später starb meine Schwiegermutter auch. Vor vielen Jahren, als wir gerade ein Jahr verheiratet waren, haben wir dasselbe erlebt mit meinem Schwiegervater. Und alle drei Verluste waren für uns, weil wir eben als Familie sehr, sehr eng zusammengelebt hatten. Zwischendurch war mein Vater sehr plötzlich gestorben, waren für uns wirklich Einschnitte. Und auch Zeiten, in denen der Glaube auf dem Prüfstand war. Ich habe bei meiner Mutter gar nicht so oft die Begleitung machen können, weil sie in Kassel wohnte zum Schluss, war aber sehr gut versorgt von meinem Bruder und meiner Schwägerin. Also die Familie hat sich sehr um sie gekümmert. Wann immer ich irgendwie die Möglichkeit hatte, durch ein Konzert an Kassel vorbeizukommen, habe ich einen Halt gemacht und habe einen Nachmittag oder einen ganzen Tag mit ihr verbracht. Und es waren sehr kostbare Augenblicke, auch welche, die wehgetan haben, als ich merkte, was bei ihr langsam
schwächer wurde. Sie war zum Schluss blind. Das mit dem Reden ging langsamer, das mit dem Gehen wurde mühsamer. Aber diese Zeit möchte ich trotzdem nicht missen, weil gerade in den tiefen Tälern, glaube ich, Menschen sehr viel enger zusammenwachsen, meiner Erfahrung nach jedenfalls, als in den sonnigen Abschnitten, wo man viel miteinander lacht und miteinander Spaß hat. Sie haben ein Lied darüber geschrieben. Wie ist das entstanden? Wenn meine Mutter und ich an solchen goldenen Nachmittagen auf dem Sofa gesessen haben und sie dann mal ins Badezimmer wollte, dann habe ich sie an den Händen gefasst und bin vor ihr hergegangen, ich rückwärts, sie vorwärts, und habe sie rausgeleitet ins Badezimmer und wieder zurück. Und irgendwann sah mir das so aus, als würden wir beide tanzen. Und so haben wir es dann auch wirklich gesagt: Komm, Mama, wir tanzen nochmal. Wir tanzen nochmal hin zur Ewigkeit. Und daraus ist dann dieses Lied entstanden, bei dem ich mich lange gefragt habe: Soll ich das überhaupt öffentlich machen? Ein solcher intimer Augenblick, ein solcher sehr geistlich dichter Augenblick. Wird das überhaupt jemand nachvollziehen können? Und inzwischen habe ich ungezählte Rückmeldungen bekommen. Ja, wir pflegen auch gerade unseren Vater, und ich habe das bei meiner Mutter auch so erlebt. Das Wunderbare an diesem Tanz ist ja, dass man ihn schon mal getanzt hat, nämlich damals, als man laufen lernte. Und als Mama damals die Hände genommen hat und einem ein Stück weitergeholfen hat. Und so schließt sich der Kreis. Das Schöne ist an diesem Lied natürlich und an dieser ganzen Situation, dass meine Mutter als Christin ein ganzes Leben lang die Hoffnung eingeübt hat, dass der Tod keine Mauer ist, sondern eine Tür. Mhm. Und deswegen hört dieses Lied auch damit auf, dass der Tod keine Mauer ist, sondern dass da Jesus wartet, an den sie das ganze Leben lang geglaubt hat. Deine letzten Schritte darf ich begleiten. Ganz allein zu gehen fällt dir jetzt schwer. Und ich muss dich durch die Dunkelheit leiten. Denn den Weg durch das Haus siehst du längst nicht mehr. Wenn uns jemand sieht, wie wir uns bewegen, zwischen Tisch und Bad und Sessel und Bett, mag sich der Gedanke in ihm wohl regen. Letztes Paar, letzter Tanz, Mitternachtsparkett. Und rechter Fuß und linker Fuß, wir nehmen uns die Zeit. Du tanzt mit mir, ich tanz mit dir, bis hin zur Ewigkeit. Gab es diesen Tanz nicht schon mal zu sehen? Als ich laufen lernte, warst du dabei, nahmst mich bei den Händen, halfst mir zu gehen. Und so schließt sich ein Kreis heute für uns zwei. Und rechter Fuß und linker Fuß, wir nehmen uns die Zeit. Du tanzt mit mir, ich tanz mit dir, bis hin zur Ewigkeit. Du wirst hier nicht einfach klanglos verschwinden, denn das Allerschönste liegt noch vor dir. Was du fest geglaubt hast, lässt Gott dich finden. Jesus steht wartend schon an der letzten Tür. Und rechter Fuß und linker Fuß, wir nehmen uns die Zeit.
tanzt mit mir, ich tanz mit dir, bis hin zur Ewigkeit. Sie brachten dann, wenn man das hier anschaut, in Jahreszahlen eine Langspielplatte nach der anderen raus. Mhm. Ja, es war einfach so, ich hatte diese ersten Singles rausgebracht und das Ganze übrigens, das mit dem Liederschreiben fing an in der evangelischen Jugendarbeit. Mhm. War nie geplant, dass ich das mal irgendwie als Karriere oder semi-professionelle Karriere machte. Und diese Lieder, die da entstanden, die habe ich in Jugendgottesdiensten vorgesungen. Und dann haben andere Gemeinden gesagt, ach, kannst du bei uns auch mal machen? Und dann hat ein Freund eines meiner Lieder in einen Wettbewerb gegeben und da hat es den zweiten Platz gemacht. Ich vermute, es waren nur 3 Einsendungen. Aber ich habe jedenfalls an dieser Stelle gemerkt, andere Leute können was mit meinen Liedern anfangen und habe immer weiter geschrieben. Und durch diese damals LPs, das waren diese runden Teile mit dem Loch in der Mitte, ne? LPs haben dann andere Gemeinden, auch entferntere Gemeinden, also in anderen Ecken Deutschlands, dazu gebracht, mich einzuladen oder dann auch die Schweiz, Österreich. Und im Laufe der Zeit wurde der Radius immer größer. Und ich habe dann tatsächlich wirklich fast wie ein Uhrwerk alle 2 Jahre eine LP gemacht. Hatte dann eine Pause, weil das mit den Verlagen und Produktionsfirmen irgendwie nicht klappte, die konnten nicht miteinander und habe dann einen Neuanfang gemacht 1984, in dem ein Verleger mir einen Scheck in die Hand gedrückt hat, Friedrich Hensler aus damals Neuhausen und jetzt Holzgerlingen, und der hat gesagt, mach mal. Ein anderer Freund hatte mir ein Studio empfohlen, ein kleines Studio in Arleta, das ist ein Stadtteil von Los Angeles. Und da war ich also aus dem ganzen Quark draußen und konnte in aller Ruhe aufnehmen und habe das getan. Und das Ergebnis war eine LP, die nannte sich Kreuzschnabel und die ist ziemlich eingeschlagen. Und ich merkte, das ist tatsächlich jetzt meine musikalische Sprache. Und seitdem habe ich, glaube ich, 13 oder 14 Produktionen in Los Angeles gemacht. Sehr, sehr viele Lieder. Wie entsteht so ein Lied bei Ihnen? Sie haben 2 Bücher veröffentlicht, wo Sie darüber schreiben, wie bestimmte Lieder entstanden sind. Und im Vorwort des Buches reflektieren Sie den Entstehungsprozess und fragen sich, Handwerk oder eher Kunst? Das ist eine Frage, die allgemein unter Künstlern diskutiert wird, wie viel von dem, was ich jetzt mache, ist Handwerk. Also der alte Spruch, man schiebt ihn dem guten Beethoven unter, Genie ist 10% Inspiration, 90% Perspiration oder Transpiration, hat was für sich. Also es gibt so viele Dinge, die ich als Idee im Kopf herumtrage, aber die ich nie so auf die Welt loslassen würde, wenn ich nicht vorher anständige Arbeit geleistet hätte, das Ganze sprachlich nachvollziehbar und auch poetisch, das heißt literarisch, so gut wie ich nur konnte, verfasst hätte. Und deswegen, ich würde sagen, ich empfinde mich als vor allen Dingen Handwerker, der aber total dankbar ist, wenn etwas, was er zustande gebracht hat, dann von anderen als Kunst bezeichnet wird. Die Inspirationen, die den ganzen Tag um mich herum passieren, die nehme ich aus der Hand des Himmels, freue mich dran, aber ich muss, um das Ganze jetzt wirklich anhörbar zu machen oder auch nachvollziehbar, noch eine Menge Arbeit dran leisten. Wie lange braucht es etwa von erstem Gedanken bis zum fertigen Lied? Ich habe das nie ganz genau mit Tagebuch nachgeprüft, aber zum Beispiel dieses Lied, von dem ich gerade sprach, Kreuzschnabel, habe ich mal hinterher festgestellt, der erste Gedanke dazu kam mir 10 Jahre, bevor das Lied fertig war.
Also ich habe immer einige auf der hinteren Herdplatte und koche so lange auf der vorderen Herdplatte etwas, was jetzt gerade dran ist. Aber dann kommt das alte, die alte Idee wieder nach vorne und ich sage, okay, jetzt könnte ich mal wieder an diesem Lied sein. Jetzt gerade bei der neuen Produktion habe ich einige Lieder drauf, die sind bestimmt auch 5, 6 Jahre alt von der, von dem Augenblick der Idee her. Sie sprachen gerade von Ihrem Verleger Friedrich Hensler, zu dessen Geburtstag Sie ein Lied geschrieben haben, das heute zu Ihren bekanntesten zählt. Vielleicht, wenn Sie uns da in die Entstehung kurz mit reinnehmen. Geh unter der Gnade heißt es. Ich habe es damals geschrieben, weil ich ihm was Gutes sagen wollte. Er wurde 60 und ich habe dann das Lied mit Eddie und Kay Gaunt, zwei amerikanischen Freunden, ihm vorgesungen. Aber die Geschichte dieses Liedes ist eigentlich die, dass ich bei einem der Autoren, die mich sehr geprägt haben, C.S. Lewis, Clive Staples Lewis, eine in der Biografie eine Formulierung gefunden habe, mit der er sich immer von seinen Studierenden verabschiedete und auch von seinen Kollegen. Go under the mercy, geh unter der Barmherzigkeit. Nun lässt sich geh unter der Barmherzigkeit wahnsinnig schwer singen. Mhm. Ich habe dafür ein anderes Urwort des Glaubens genommen, geh unter der Gnade, was noch ein bisschen weiter den Bogen spannt und habe da hinein dann eine Menge von einzelnen Wünschen gepackt, die ich meinem lieben Freund Friedrich mit auf den Weg gehen wollte. Inzwischen ist dieses Lied zum Auf Wiedersehen sagen in der Gemeinde, Beginn eines neuen Jahres feiern, Aussenden von Missionaren gebraucht worden. Ich habe viele, viele Rückmeldungen bekommen und wundere mich einfach nur, wie aus so einem kleinen Geburtstagslied so ein universell einsetzbares Lied geworden ist. Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinem Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Heute sagen Sie etwa 70 Konzerte im Jahr, vermutlich damals auch in der Zeit. Das sind ja eigentlich zwei Leben in einem. Und gleichzeitig hatten Sie hier noch eine Ehe, hatten Gemeinde. Wie ging das alles zusammen? An dieser Stelle kann ich nur sagen, auf gut Französisch, cherchez la femme. Man soll sich meine Frau angucken, um die Antwort auf diese Frage zu bekommen. Meine Frau ist ein Organisationstalent seltenen Kalibers. Und sie hat von Anfang an, als wir 73 heirateten, diese Arbeit mitgetragen, indem sie einfach automatisch zu meiner Managerin wurde. Und die vielen Korrespondenzen mit Leuten geführt hat, die sagten, können Sie mal kommen und uns was singen? Wir haben da Möglichkeiten, ein Konzert zu machen mit Ihnen. Und da hat sie, das macht sie bis heute, wir kriegen im Augenblick ungefähr 300 Anfragen im Jahr und können wirklich nur einen Bruchteil annehmen. Aber diese vielen Hin- und Her-Korrespondenzen, da ist meine Frau einfach völlig unabkömmlich und ohne sie wären diese vielen Konzerte, aber auch, ich denke, diese vielen CD-Produktionen überhaupt nicht denkbar gewesen. Und das heißt natürlich auch, dass wir hier zu Hause dann sehr viel miteinander arbeiten. Nicht nur, dass ich am Wochenende dann weg bin, bis unser Sohn kam 1984, Benjamin, waren wir eigentlich wie siamesische Zwillinge, sind überall gemeinsam hingefahren. Dann hat sie sich eine satte Babypause von 16 Jahren genommen und hat dann wieder mit ihrem Arztberuf angefangen, als Ärztin in Katastrophengebieten, in medizinisch unterversorgten Gebieten dieser Welt. Aber während dieser ganzen Zeit war es immer so, dass ich mir dieses ganze organisatorische nicht antun musste. Das hat sie alles gemacht. Sonst wäre
diese ganze Arbeit. Und ich denke auch die Freiheit zum Liederschreiben gar nicht da gewesen. Also zwei Daumen hoch für meine Frau. Ja, das sagen Sie jetzt so einfach. Es hört sich schon sehr spannend an. Wie funktioniert das in der Praxis, wenn Sie sagen, wir arbeiten hier zusammen, das entsteht zusammen. Was ist das Geheimnis oder wie läuft das jetzt im Konkreten? Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich eine andere Partnerin mir ausgewählt hätte, die zum Beispiel nicht als Pfarrerstochter schon mitbekommen hätte in ihrer Kindheit, was es heißt, für den Glauben unterwegs zu sein. Er war Evangelist der evangelisch-methodistischen Kirche, mein Schwiegervater Heinz Stoßberg, und er hat manchmal über Wochen hinweg seine Familie nicht gesehen. Das fand die Familie zwar nicht besonders toll, aber sie hat gelernt, damit zu leben. Und Ähnliches hat meine Frau natürlich auch bei meinen Abwesenheiten immer wieder durchgemacht, dass sie dann hier den Laden allein schmeißen musste. Ich habe manchmal so im Spaß gesagt, ich habe meine Managerin geheiratet, damit, wenn ich weg bin, sie mir nicht vorwerfen kann, warum bist du so oft weg? Dann kann ich nämlich sagen, du schickst mich ja. Also es ist von daher, bei uns ist auch sehr viel Humor in der ganzen Arbeit, dass wir selbstironisch sagen, meine Zeit, was wir uns hier für Mühe machen. Die richtig große Musik, die wird ganz woanders gespielt. Wir nehmen uns nicht so total tierisch ernst. Aber dass wir miteinander beten können zum Beispiel, wenn es darum geht, ist dieses Konzert, was wir jetzt einschieben sollen, überhaupt dran von Gott. Dass wir einander auch Worte des Glaubens sagen können, wenn irgendjemand uns in Frage stellt oder wenn es eine Krankheitssituation ist und wir einander trösten können und einander Mut und Zuversicht zusprechen können. Das setzt natürlich voraus, dass zwei Menschen am gleichen Strang ziehen und in diesem Fall an denselben Gott glauben, durch denselben Jesus Christus ihr neues Leben geschenkt bekommen haben. Und deswegen bin ich einfach ungeheuer dankbar für meine Frau. Im Vorgespräch sagten Sie mir, eine weitere Säule in Ihrem Leben ist die Ortsgemeinde. Mhm. Das fand ich besonders herausfordernd, weil Sie ja neben Ihrer Zeit als Profi-Forscher, auch als Profi-Christ oder Profi-Sängermacher am Wochenende vermutlich viel unterwegs sind, weil da viele Konzerte sind, durch das Land touren, trotzdem noch die Zeit aufzubringen, feste Beziehungen vor Ort in der Gemeinde zu leben. Wie geht das? Also einmal muss ich sagen, dass wir für diese Gemeinde hier in Mainz, die Evangelische Auferstehungsgemeinde, sehr dankbar sind. Sehr dankbar, weil sie uns durch ihre Struktur die Möglichkeit gibt, mitzuarbeiten, und zwar eben nicht nur am Sonntag, sondern auch in der Woche. Ich war 12 Jahre im Kirchenvorstand. Ich habe dann aufgehört, weil ich gesagt habe, es müssen auch mal Jüngere ran. Da haben sie meine Frau genommen, die ist 6 Wochen jünger als ich. Also das heißt, die Montagabende waren auch damals dann plötzlich nicht frei, sondern gingen immer weiter mit Gemeindeengagement. Meine Frau ist Leiterin der Bücherecke, sie ist im Gastlichkeitsteam immer wieder aktiv. Sie hat viele Dinge in der Gemeinde, wo sie anpackt, ohne dass sie da ein besonderes Amt für hat. Ich selbst bin Prädikant, bin früher sehr viel mit der Musik auch in unserer Gemeinde aktiv gewesen. Heute haben wir so viel Musik, dass ich da gar nicht mehr dran komme. Aber ich bin trotzdem dankbar, wann immer ich mithelfen kann, auch technisch in der Gemeinde Dinge anzuschaffen. Wir haben jetzt eine Übersetzungsanlage für iranische Flüchtlinge installiert und da habe ich mich sehr engagiert, damit die den Gottesdienst mitmachen können, mitverfolgen können. Also es gibt unglaublich viele Dinge, wo man in der Gemeinde mitarbeiten kann, ohne dass man jetzt jeden Sonntag da ist. Ich bin jeden Sonntag in irgendeinem Gottesdienst, aber nicht immer
im eigenen. Freue mich aber wie jetzt am vergangenen Sonntag, wenn ich einfach da sitzen kann und hören kann, nach vorne gehen kann, mein Abendmahl empfange und an anderen Stellen dann auch auf der Kanzel stehe oder das Abendmahl selbst austeile. Unsere Gemeinde ist sehr mitarbeiterzentriert und die Pastores, der erste, der das Ganze so in die Wege geleitet hat, Wolfgang Schöne, dann Stefan Klaas, der danach kam und jetzt Jens-Martin Sauter, sind wirklich gut beraten und haben aber auch diesen Weg selbst so bejaht, nicht selbst alles machen zu wollen oder das Gefühl haben, alles machen zu müssen, sondern sie lassen nicht nur ehrenamtliche Mitarbeit zu, sondern sie laden sie ein. Und deswegen ist das für mich in der Gemeinde ein ganz wichtiger Ausgleich für diese vielen fröhlichen und absolut positiven Begegnungen bei den Konzerten, wo man immer das Gefühl hat, also christliche Gemeinde hat nur Schokoladenseiten. Dass ich plötzlich jetzt auch merke, ja, christliche Gemeinde hat auch ziemlich viele dürre Äcker zwischendurch, wo man mal wieder neu pflügen muss, wo man wieder neu säen muss, damit wieder geerntet werden kann. Also es gibt für mich eigentlich keinen wichtigeren Rat für reisende Musiker, als dass sie irgendwo wenigstens einen Fuß in einer Gemeinde haben, wo sie selbst Kontrolle und Kritik erleben, aber auf der anderen Seite auch ihre Gaben eingeben können. Nun merke ich bei mir selbst, es ist am Wochenende immer so viel los, bei Ihnen noch viel mehr. Warum ist es Ihnen so wichtig, die Gemeinde immer wieder reinzuschieben und da dran zu bleiben und sich immer wieder der Gemeinde vor Ort hier in Mainz zu stellen? Ich könnte jetzt theologisch sagen, ohne Gemeinde, ohne Gemeinschaft von Christen gibt es kein Christentum. Aber ich sage es mal ganz praktisch. Das ist jetzt hart für die, die sagen, ich komme ohne Gemeinde, klar. Das hat Zinzendorf gesagt, das hat Bodelschwing gesagt. Also ich glaube, wir kommen an dieser Stelle nicht an der Tatsache vorbei, dass wir als Christen Trost brauchen, der nicht von uns selbst kommt oder auch nicht von irgendwelchen einfach nur zufälligen Begegnungen. Also sondern das Bonhoeffersche, der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in mir. Ja. Ich glaube, wir brauchen auch einfach eine kontinuierliche Begleitung von Menschen, die einen eine Zeit lang anschauen und sagen, ey, du siehst aber im Augenblick nicht so ganz knusper aus. Hast du irgendwie Probleme? Das wird einem von jemandem, der einem zufällig oder punktuell begegnet, wohl kaum gesagt werden, weil der keinen Vergleich hat. Das Gleiche gilt aber auch für mich, dass ich auf andere zugehe und sage, du siehst doch traurig aus. Oder ich habe dich jetzt ein paar Mal vermisst, kann ich irgendwas für dich tun? Dieses Füreinander-Dasein ist für mich einer der ganz großen Reichtümer. Und jetzt gerade im Augenblick ist es so, dass wir eine ziemlich starke Gruppe von Iranern, iranischen Flüchtlingen bei uns im Gottesdienst haben und am Altar zu stehen, wir feiern jeden Sonntagabend mal und von einer iranischen Christin oder einem iranischen Christen das Brot gereicht zu bekommen mit den Worten Christi Leib für dich gegeben, das ist für mich einfach ein Stückchen Himmel auf Erde, dass wir sehen, wir sind nicht allein auf dieser Welt und wir werden auch mit hineingestellt in diese Welt von Gott, damit wir ein Stück Liebe untereinander demonstrieren. Jesus hat einmal gesagt, das ist eigentlich das einzige Wort, an das er irgendwie ein Versprechen, eine Verheißung geknüpft hat. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr von mir seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Und wenn wir das nicht schaffen und wenn wir daran nicht üben, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass eine nachchristliche Welt oder auch eine Welt von anderen Religionen auf uns schaut und sagt, ey, bringt ihr erstmal euren Laden in Ordnung, vertragt ihr euch erstmal untereinander, seid ihr erstmal so liebevoll, wie euer Jesus euch das vorgelebt hat. Sehr spannend finde ich auch das, was Sie mit dem machen, was Sie durch die ganzen Konzerte, die Sie seit vielen, vielen Jahren geben, was da reingekommen ist, was Sie damit
machen und gemacht haben. Sie haben dafür sogar das Bundesverdienstkreuz bekommen. Warum? Ich habe es also mit meiner Frau zusammen von Anfang an so gehalten, dass wir gesagt haben, das, was ich da als Konzert abliefere, das ist meine Arbeit für Gott, mit der ich mich bedanke bei ihm und wo ich einfach versuche, Menschen Freude zu machen, Menschen Lust auf Glauben zu machen, Menschen Mut zu machen, weiter zu glauben. Und dass wir aber das, was an einem solchen Abend finanziell reinkommt, nicht für uns behalten. Am Anfang habe ich immer gesagt, nein, ich will gar nichts haben. Und dann haben aber einige Musikerkollegen gesagt, weißt du, dass du uns die Preise verdirbst? Wir müssen davon leben und du machst das für lau. Und da habe ich dann haben wir angefangen zu sagen, nein, eine Arbeit ist auch ihres Lohnes wert und jedes Konzert wird entlohnt. Das wird zum Teil über Spenden gemacht, Ausgangssammlungen nach dem Konzert, zum Teil über Eintritt gemacht, aber das Geld wird immer sofort vom Veranstalter direkt überwiesen an eine Babytherapiestation in Pretoria, ein Waisenheim in Sri Lanka, die Arbeit des Evangeliumsrundfunks, irgendwelche Dinge, die uns irgendwo aufgefallen sind, zum Beispiel Humedica, die Ärzteorganisation, mit der meine Frau viele Male im Bereich medizinischer Notfälle unterwegs gewesen ist. Und das heißt, wir sehen von diesem Geld nichts. Ich bekomme nur meine Reisekosten. Aber wir haben auf der anderen Seite auch in dem Augenblick das Gefühl, ja, es ist nicht nur mit dem Munde von Gott geredet, sondern es ist auch ein Stückchen durch eine Tat gedeckt. Ich kann mir das leisten, weil ich eben die ganze Zeit in meinem anderen Beruf das Geld verdient habe, mir redlich verdient habe und jetzt eine Pension bekomme. Es ist also praktisch die singuläre Konstellation meines Lebens, in der ich mir sowas leisten kann. Ich bin auch nicht besonders stolz drauf, aber ein Nachbar, der das mal mitbekam, hat uns dann beim Ministerpräsidenten verraten und dann kam diese Sache mit dem Bundesverdienstkreuz. Ihre Lieder handeln von dem Leben mit Gott. Sie sind Verkündigung des Evangeliums. Und ein Lied, das da vieles zusammenbringt, was auch viele andere Lieder durchfließt, ist das Lied »In deinem Haus bin ich gern Vater«. Wie ist dieses Lied entstanden? Es ist zunächst mal eine Antwort gewesen, die ich mir selbst gegeben habe. Ich hatte mich selbst eine Zeit lang im Gottesdienst beobachtet und gemerkt, dass ich da also mit den Gedanken irgendwo war, nur nicht bei dem, was da gepredigt wurde, denke, was da gesungen wurde. Uns allen so an. Und deswegen habe ich ein Lied geschrieben, in dem ich eigentlich alles Mögliche, was mich da abgelenkt hat, aufgezählt habe. Also die Blumen auf dem Altar und die Frau mit der Schleife am Hut und das, was der Pfarrer sagt, kommt so ganz am Rande vor. Und es hieß höchst erbauliche Gedanken und ich habe mich in diesem Lied immer darüber geärgert, diese knarrende Kirchenbank. Ich habe das Lied fertig gehabt und habe dann irgendwie das Gefühl gehabt, das ist aber wirklich nur die Hälfte der Miete, denn du hast ja sehr viele Gottesdienste auch erlebt, wo du ganz dabei warst und wo du dich zu Hause gefühlt hast. Und deswegen habe ich als sozusagen Deckel auf diesen Topf geschrieben, in deinem Haus bin ich gern Vater, wo du mein Denken füllst, da kann ich dich hören, Vater, sehen, was du willst. Und das, denke ich, war nötig nach diesem ironischen Lied. Ich habe die dann eigentlich immer auch oder an vielen Stellen zusammengesungen. Erst höchst erbauliche Gedanken und habe von vielen Leuten ein verständnisvolles Nicken gesehen und dann aber gesagt, jetzt lasst uns nicht dabei stehen bleiben, sondern lasst uns einfach Gott bitten, dass Gottesdienst wirklich klar ist als Dienst Gottes an mir, dass er mir da was Gutes tut und nicht ihm jetzt ich etwas Gutes tue. Und daraus wurde dann in deinem Haus. Manfred Siebert, ganz herzlichen Dank für all die Bücher, Lieder und Gedanken, die uns inspirieren. Danke für das Gespräch und wir haben den Ausblick, die Vorfreude auf das Haus des Vaters und hören da nochmal genau dieses Lied. Es war mir eine Freude. Vielen Dank. In deinem Haus bin ich gern Vater.
Vater, wo du mein Denken füllst, da kann ich dich hören, Vater. Sehen, was du willst, in deinem Haus will ich bleiben, Vater. Du weist mich nicht hinaus und nichts soll mich vertreiben, Vater, aus deinem Haus. Mich locken viele Sterne an meinem Horizont. Sie weisen in die Ferne und jeder sagt mir, dass sein Weg sich lohnt. In deinem Haus bin ich gern, Vater, weil du die Sonne bist und nicht nur ein Stern, Vater, der mich vergisst. In deinem Haus will ich bleiben, Vater. Du weist mich nicht hinaus und nichts soll mich vertreiben, Vater, aus deinem Haus. Nimm du aus meinen Sinnen die alte Sattheit fort. Ich will ganz leer beginnen, mich umgestalten lassen durch dein Wort. In deinem Haus hör ich gern, Vater, was du zu sagen hast. Auch das will ich hören, Vater, was mir nicht passt. In deinem Haus will ich bleiben, Vater. Füll du mich völlig aus und nichts soll mich vertreiben, Vater, aus deinem Haus. Ich gebe dir mein Leben, die Sorgen und das Glück. Willst du mir es wiedergeben, behalt, was dir an mir missfällt, zurück. Mein ganzes Leben soll dein Haus sein, Vater. Dein Haus, das du für dich nach deinen Plänen baust, mein Vater, und nicht für mich. In diesem Haus sollst du bleiben, Vater, füll du es völlig aus, dann kann dich nichts vertreiben, Vater, aus deinem Haus.